Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex ist mit wenig Bewegung in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX pendelte zwischen leichten Zugewinnen und leichten Verlusten. Am Ende lag er bei 15.296 Punkten. Das ist ein Mini-Plus von rund 0,1%. Blicken wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Viola, ist heute mehr Bewegung beim DAX zu erwarten? Guten Morgen aus Frankfurt. Da muss ich dich leider für den Start enttäuschen. Also zumindest erwarten wir gerade nicht viel Bewegung jetzt für den Handelsauftakt an diesem Morgen. Die Vorgabenseite, die ist nicht so richtig ergiebig. Wir sehen heute Morgen in Asien einiges an roten Vorzeichen. Immerhin klitzekleine grüne Vorzeichen oder aber auch nicht so viel Bewegung beim Hang Seng. Dafür beim Shanghai Composite und beim Nikkei eben Abschläge. Abschläge auch zumindest leichte gestern an der Wall Street beim Dow Jones. Es gab gestern Konjunkturdaten in den USA, die leicht unter Erwartungen ausgefallen sind. Und wir warten natürlich, und gerade in den USA wartet man natürlich weiterhin auf den Entscheid der US-Notenbank vom Mittwoch und auf einige Schwergewichte aus dem Tech-Sektor, die ihre Zahlen vorlegen. Also da wird es in dieser Woche auf jeden Fall noch spannend. Zum Beispiel Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon. Also erwartet uns einiges noch in dieser Woche, aber davor haben wir jetzt ein bisschen Zurückhaltung. Gestern schon an der Wall Street, zumindest beim Dow Jones gesehen. Ja, gestern auch nicht viel Bewegung bei uns. Auch der IFO gestern ja zwar gestiegen, aber eben weniger, als man das am Markt erhofft und erwartet hatte. Und jetzt für den Start heute dürfte dieses etwas lethargische erstmal weitergehen. Aber schauen wir mal, wie gesagt, einiges steht ja auf der Agenda, ob dann im Laufe der Woche da ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Für den Start jetzt sieht es aber nicht danach aus. Dann vielen Dank, Viola. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute Jenoptik. Die Aktie von Jenoptik hatte Anfang Februar ein 2-Jahres-Hoch markiert. Im Anschluss setzte bis zum 16. April eine Korrekturbewegung ein. Dann übernahmen die Bullen das Ruder. Gestern sprang der Kurs über zwei wichtige technische Marken. Jetzt ist es entscheidend, dass die Jenoptik-Aktie noch einen weiteren Widerstand knackt. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.